Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play von Resident Evil 3, das Remake. Ja, in der letzten Folge standen wir schon wieder hier und ich habe mir jetzt hier mal einiges zum Heilen mitgenommen. Könnte man da draußen vielleicht etwas ruhiger sein, wenn ich gerade die Folge gestartet habe? Danke! So, ich habe jetzt einiges zum Heilen hier mitgenommen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, es reicht nicht. Die Schrotmunition sehe ich gerade. Hatte ich da die komplette Munition mitgenommen? Oder war hier noch was gestapelt? Nee, anscheinend war das die komplette Munition. Okay. Puh. Naja, ich habe ja zum Glück gespeichert. Ich wollte schon gestapelt sagen. Dann gehen wir mal rein und schauen mal, was da auf uns zukommt. Also schön sieht es nicht aus. Es sieht sogar ziemlich eklig aus. Da war jetzt um die Ecke war nichts mehr. Nee, da war eine Sackgasse. Okay. Ich befürchte, dass das jetzt der Raum sei... Oh, Moment, da hängt noch was. Internes Unterwerk, Nemo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Einsatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Könnten Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Hauptschlüssel, den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in die Verwaltung. Okay, also das erklärt zumindest, warum wir den Dietrich da gefunden haben. Ja, komm. Hallo. Habe ich schon gesagt, dass ich so ein kleiner Schisser... Oh, fuck. Was war das? Das erinnert mich an Mangas. Muss alles raus. Ja, und wie? Hallo? Ich bin gesund, aber ich habe einen Parasiten. Und wie geht's raus? Hallo? Hallo? Kann ich irgendwas machen? Den rausholen? Den erschießen? Ich weiß es doch nicht. Hallo? Muss ich hier nochmal raus? Was holen? Ich kann auch nicht laufen und nichts. Ich kann nichts machen, Leute. Ich werde jetzt verrecken. Das gibt's doch nicht. Ach so, grünes Kraut. Ach, ich bin so dämlich. Einfach widerlich. Ich bin so blöd. Ich hätte da wirklich drauf hören sollen. Aber dann nehme ich jetzt zusätzlich nochmal ein grünes Kraut mit. Wir haben ja noch... Ja, eins auf jeden Fall noch, was wir... Der hatte doch in diesen Schreiben da geschrieben, von wegen mit den Parasiten und so weiter, dass man dann grünes Kraut nehmen soll. Das weiß ich nicht, das war aber hoffentlich nur eine Zwischensequenz. Ich hoffe jetzt nicht, dass dieses Viech jetzt hier nochmal kommt. Wahrscheinlich kommt das jetzt noch hier drin. Oh Gott. Moment, bevor wir da jetzt aber reingehen, muss ich jetzt erstmal gucken. Das ist nicht das, was ich auf der Karte gesehen habe. Es ähnelt dem ein wenig, oder? Wenn wir das Ganze umdrehen? Nee, es ist auf jeden Fall nicht das, was ich auf der Karte gesehen habe. Oder das hat damit zu tun, dass man verschiedene Bereiche irgendwie hat. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Links scheint es weiterzugehen. Geradeaus ist dann noch ein Gang. Da würde ich sagen, dass wir dann erstmal hier durch und dann geradeaus gehen. Oh, wenn ich den gehen kann. Ich kann auf das Ding drauf schießen.
Okay, also das scheint mit der Pistole auch zu gehen. Ich höre hier doch irgendwas. Ich mich jetzt erschrocken. Oh, was war das? Hab ich jetzt gerade die Rolle gemacht? Da komme ich nicht weiter. Noch ein Kraut. Okay, ich schaff das. Okay, gedrückt halten oder was stand da? Okay. Okay, also die scheinen doch mit der Pistole noch zu gehen. Da komme ich noch runter. Rechts rum ist eine Sackgasse. Versteck dich nicht. Schleimiges, ekliges Scheißerchen, du. Okay, also nach einem Schuss ist auf jeden Fall nicht platt. Das wollte ich jetzt wissen. Geradeaus und rechts. Von den Viechern kommen denn da noch? Ich höre dich. Okay. Tut mir jetzt leid. Oh. Das war nicht das schnelle Umdrehen. Tut mir jetzt leid, dass ich hier gerade so wenig sage, aber ich bin gerade dermaßen angespannt. Da oben ist noch so ein Viech. Komme ich da dran? Tot zu sein? Nee. Ist schon wieder hier oben? Steck dich doch nicht, du Sau. Ist das jetzt wahr? Na komm schon! Okay, habe ich das jetzt gerade aus? Das habe ich noch nicht gemacht, glaube ich, ne? Oh ja, da ist irgendwas hinter mir.
Boah, das war jetzt gerade so mies. Das war jetzt gerade richtig mies. Jetzt haben wir drei, glaube ich, gemacht. Wänden. Oh, sehe ich. Ach, die kommen aus den Wänden. Da kann man doch nicht mal sagen, die kommen von da und da. Ach du Scheiße. Aus diesen. Ah, aus diesen Löchern da hinten kommen die raus. Okay. Jetzt haben wir den Schalter gemacht, den Schalter und den am Ende. Das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt rechts rumgehen würden, müssten wir jetzt noch einen Schalter haben. Entweder im ersten Gang rechts oder im zweiten Gang rechts. Ich denke mal eher im ersten Gang, oder? Hm. Wie sieht es mit Munition aus? Haben wir auch nicht mehr so viel. Aber ich will jetzt auch deswegen die Schrot nicht verballern. Das ist das Problem. Oh Gott. Ah, ich sehe dich. Ja, komm doch einfach um die Ecke, mein Gott. Geht doch. Hallo, nicht umdrehen. Okay, da oben ist immer noch das eine. Ich muss aber da rum. Ich meine, ich kann jetzt auch da durchlaufen, aber... Da ist abgeschlossen. Da ist aber der Anfang. Dann vermute ich... Moment, da war ab... Ach so, da war abgeschlossen. Da muss ich da hinten einen zweiten Gang rein. Scheiße. Ja. Ich befürchte auch irgendwie, dass die hier unendlich reinkommen wieder. Solange wie ich halt eben hier drin bin... Hier war ich noch nicht, ne? Genau. Fertig. Und jetzt nichts wie weg hier. Lauf! Oh mein Gott, ich glaube, die kommen mir jetzt nicht hinterher. Okay. Bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Wow. Viel Freude. Yeah. Perfekt. Ja, gesundheitsmäßig haben sie mir jetzt nicht viel gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich habe leider sehr viele Pistolenmunition jetzt hier verballert. Ich würde mal sagen, dass ich die jetzt erstmal wieder auffülle. Ich habe doch hier irgendwo noch ein volles Päckchen gehabt. Da. Genau. Dass ich das Päckchen dann erstmal wieder verstauen werde. Das auf jeden Fall auch verstauen.
Ich weiß nicht, ob ich die Heilung jetzt noch brauche. Also das werden wir auf jeden Fall erstmal wegtun. Grundsätzlich habe ich ja jetzt 4 frei. Ne, 4 hier unten. Also 6 frei, das wollte ich eigentlich sagen. Das heißt, ich habe jetzt noch 2-mal gut Heilung, 1-mal kleine Heilung und richtig gut Munition. Damit könnte man natürlich jetzt gut durch die Straßen laufen. Ich kann mir theoretisch auch zumindest noch 1-mal Munition machen. Hier habe ich auch nochmal Schießpulver. Also 2, 3, 4, ja. Also 2-mal normale Munition kann ich mir auch noch machen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier definitiv auch nochmal speichern. Zur U-Bahn-Station zurückkehren. So, was müssen wir... wieso drücke ich immer da drauf? Wo müssen wir dann jetzt hin? Wir müssen dahin, wo wir gekommen sind, nehme ich mal an. Ne? Zu diesem U-Bahn-Unterwerk. Obwohl, Moment, nee. U-Bahn-Büro, da müssen wir wahrscheinlich hin. Das heißt... wenn wir hier rauskommen, sind wir wo nochmal? Mein Orientierung wieder. Mein Orientierung vor allen Dingen. wir sind vorhin... Genau, wir sind diesen hier im U-Bahn-Unterwerk. Ich glaube, da irgendwie müssen wir... Das war das mit den Treppen. Da müssen wir raus, uns links halten. Nee, hier war, glaube ich, die Garage, die ich jetzt meine, durch den Speicherraum. Und auf jeden Fall dahin, wo die großen Treppen sind. Und durch den Donutladen. Okay, also Hydrant, große Treppen und durch den Donutladen. Dann kommen wir nämlich ins Büro rein. Jetzt ist die Frage, ich hoffe, dass uns da jetzt nichts passiert unterwegs. Ich weiß ja, dass irgendwann Nemesis kommt, aber ich hoffe jetzt nicht, dass der jetzt... Ich habe ja gespeichert, zum Glück. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Oh Gott, diese Rumzickerei von der, die ist echt... Die ist echt nicht mehr schön, ja. So, Moment. Wir kommen da raus. Nee, das ist gar nicht das, was ich meinte. Oh oh, ich höre was. Sag mir bitte das... Fuck! Willst du mich verarschen? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Lauf! Okay. Oh fuck. Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Lass mich los, lass mich los. Du Arsch, ich muss da hoch. Lauf! Ich sehe nichts mehr. Moment. Oh nee, jetzt kann ich mich nicht heilen oder was? Lauf! Komm zurück zur Station! Ja, würde ich ja gerne. Ich kann mich noch nicht mal heilen. Stellwerk hochfahren. Oh! Ey, ein Schlag und ich habe hier schon Warnung drin. Leckt mich am Arsch. Ich glaube, ich behalte mal lieber die Schrot. So, dann kommen wir an die Hydranten, die Treppen und dann Donutladen durch. Okay. Oh, scheiße. Hier muss ich raus, ne? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Wichser! Lauf! Na, du blöde Kuh! Lauf doch endlich! Ich glaube, da wär's. Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht rot. Oh, sag mir bitte, dass die jetzt nicht wieder aufstehen hier. Da muss ich hoch, ne? Lauf rein! Lauf rein! Okay, wieder hier. Oh fuck, der kommt mir doch jetzt bestimmt wieder hinterher, oder? Moment, bin ich überhaupt richtig? Ja, doch. Carlos, oh, fuck, 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 fuck. Was jetzt?
musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Eine Route festlegen? Oh, ich hoffe, dass Nemesis nicht reinkommt. Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Oh Gott. Ich hoffe jetzt nur, dass Nemesis jetzt nicht hinter meinem Rücken reinkommt. Achso, die kann ich... Also das erste bleibt. Okay. RE ist dann wahrscheinlich für Redstone. Das heißt, wir müssen fürs zweite theoretisch FA nehmen. Achso, kann man drehen. Okay. FA. Ich muss zum Foxpark. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Raccoon Sentry. Das dürfte dann ja auch RA sein. Haben wir RA? Ja, also bisher haben sie immer die ersten beiden. Ja, Fox ist ja auch, sind ja auch die ersten beiden. Also müsste das dann SA sein. Haben wir auch drin. Okay, die rechten. Was ist denn das rechte? Moment, ich mach erstmal. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ah, 1, 2. Ah, okay. Das heißt, ich müsste jetzt, da die 1 ja drin ist, dann bin ich oben. Dann müsste ich runter auf die 2. Runter auf die 3 oder 4? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal 3. Und dann auf die 1, oder? Das heißt also 1, 2, 3. Moment, 1, 2, 3. 2, 1, oder? Die 1 ist schon drin. 1, 2, 3, 2, 1. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Yes! Jill, du bist fantastisch. Perfekt. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Oh, sag das nicht. Wenn ich mich umdrehe, ist der jetzt hier, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Und das ist keine gute Voraussetzung, wenn ich hier rumlaufen muss. Ach so, zur U-Bahn-Station. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? Moment, zurück? Durch den Donutladen? War das hier, über die U-Bahn-Station? Da müsste ich durch die Tür. Oh Gott, ich habe so Schiss, ganz ehrlich. Also der einzige Grund, weshalb ich hier Nemesis, also Resident Evil 3 eigentlich gar nicht spielen will innerlich, das ist wirklich Nemesis. Also, oh. Okay, also ich muss raus, muss wieder durch den Donutladen, über die Treppen und dann aber ums Eck hinten rechts. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber wir probieren es mal. Also raus, rechts Donutladen, Treppen und dann rechts hinten. Oh Gott. Wenn er mich jetzt aber einmal richtig böse trifft hier, dann habe ich echt ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt doch bestimmt jetzt hier irgendwo in diesen... Zum Teufel! Okay, du wirst mit Kopfschüssen. Der infiziert die alle, so viel weiß ich noch. Lauf! Durch den Donutladen! Oh fuck, oh fuck! Was macht der denn da? Ich dachte, der ist hinter mir. Nein, du sollst laufen! Oh fuck! Lauf! Lauf! Du selten dämliche Kuh! Oh! Nein, du sollst dem ausweichen, verdammte Hacke. Mach, lauf. Die ist immer kurzfristig gestunt, das ist zum Kotzen. Oh, fuck. Nein. Lauf, lauf. Du scheiß blöde Kuh. Geh da durch. Ah! Kann ich hier speichern? Kann ich hier speichern? Bitte. Bitte, bitte. Da. Hä?
Nein, ach so, der ist automatisch auf Nein gegangen. Oh Gott. Schockschwere Not. Oh mein Gott. Das ist ein Safe-Raum. Eigentlich darf er hier nicht reinkommen, ne? Weil ich gucke nämlich jetzt gerade mal meine Zeiten an. Oh, ich sollte vielleicht nochmal ein Kraut mitnehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe schon so halb mit Nemesis gerechnet, aber dass der jetzt wirklich, dann wirklich hier auftaucht. Ihr seid doch scheiße, Leute, ehrlich. Oh, Moment, ich muss jetzt erstmal das Gewehr kurz aufladen. Für alle Fälle. So. So wie es aussieht, bin ich hier erstmal sicher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen zur U-Bahn-Station. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier weiter runtergehen. Das werden wir auch definitiv machen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Weil erstens ist die Folge sowieso jetzt zu Ende von der Länge her. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und zweitens, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich muss auch endlich mal was essen. Ich bin schon viel zu lange am Spielen hier. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass Nemesis uns jetzt erstmal in Ruhe lässt. Wenn nicht, haben wir ein ganz, ganz beschissenes Problem. Ob wir das haben, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.